Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Deutschland im Jahr 2020 hat sich verändert, was für uns vor einem Jahr noch ganz normal war, dass wir ins Kino gehen, dass wir in Clubs tanzen gehen, dass wir ins Theater gehen, dass wir in Konzerte gehen. Das hat sich seit dem März diesen Jahres komplett verändert. Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Ausgabe, die heißt Kultur, Gesellschaft, Demokratie. Und ich freue mich sehr auf den heutigen Abend mit meinen Gästen hier am Tisch. Ich begrüße ganz herzlich Sebastian Glanz. Hallo Sebastian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sebastian, du bist Veranstalter und Clubbetreiber aus Schwerin. Ja. Und du sagst, das kulturelle Leben ist für junge Menschen in der heutigen Zeit enorm wichtig. Ja. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich begrüße auch ebenso sehr herzlich Alexander Barb. Hallo. Schauspieler, hallo Alexander, aus Stromberg bei Bingen. Wir haben extra gesagt, nicht Stromberg, Stromberg, das ist ganz wichtig. Und genau. Alexander sagt, Kultur und Kunst sind in schwierigen Zeiten wie jetzt wichtiger denn je. Mhm. Schön, dass du da bist, ja. Alexander. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Und ich begrüße ganz herzlich Lazy, a.k.a. Mr. President, Künstler und Produzent aus Hannover. Hallo Lazy. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich möchte es kurz erwähnen, weil normalerweise siezen wir uns, aber du bist Engländer und du hast gesagt, ein Sie kommt für Engländer nicht in Frage. Eigentlich nicht. Also in meinen Kreisen gar nicht. Also es kommt denn vor, wenn man Präsidenten oder Königin oder sowas vor sich oder Leuten mit höheren Titeln, dann gibt es dieses Sir, also Madame. Die Queen duzt man nicht. Na, ab's gar keinen Fall. Gefährlich. Ja, aber wir waren uns von Anfang an so sympathisch, dass wir gesagt haben, wir bleiben beim Du, das ist für alle okay. Und ja, finde ich auch großartig von euch. Vielen Dank. Ja. Und weiß ich zu schätzen. Und es macht es auch einfacher. Lazy, du sagst, es ist bedauerlich, dass so viele Leute ihr eigenes Ding machen und sich keiner um keinen kümmert. Willkommen in Berlin. Dankeschön, ich liebe Berlin. Die Sendung, ihr kennt das Konzept, funktioniert ganz einfach. Wir haben 5 Thesen. Über diese 5 Thesen werden wir heute Abend miteinander sprechen. Und da kommen wir dann auch schon zur ersten These. Die heißt, eine lebendige Kulturszene ist für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft nicht relevant. Sebastian, du als Veranstalter, Clubbetreiber, wie wichtig ist Kultur? Kultur ist sehr wichtig. Man sieht ja jetzt auch gerade in den vergangenen Wochen, was passiert, wenn Kultur außen vor gelassen wird. Die Leute gehen auf die Straße in Frankfurt, in Stuttgart, in anderen Städten. Es kommt zu Randalen. Die Menschen fühlen sich eingesperrt. Und gerade Kultur bewegt die Menschen. Kultur sorgt dafür, dass Menschen ihre Alltagsprobleme vergessen können, sorgt einfach für eine ganz andere Erlebnisse. Es ist ja auch wie beim guten Essen, ne? Wenn man abends mit seiner Frau weggeht, ein gutes Essen zu sich nimmt, einen schönen Abend verbringt. Und ähnlich ist es ja auch mit der Kultur. Ich gehe irgendwo hin, ich gucke mir was an oder ich gehe hin in einen Club, gehe zum Tanzen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, um einfach auch die Probleme, die sich vielleicht in der Woche angestaut haben, vielleicht auch einfach mal für ein paar Stunden vergessen zu können und einfach auch was Neues erleben zu können. Alexander, siehst du das auch so, Kultur als Ventil? Absolut, absolut. Hier kann ich nur das unterschreiben, was du gerade gesagt hast, weil das ist, man merkt, wie viel Spannung einfach jetzt gerade auch in der Luft liegt. So bei allen Menschen, die zu Hause auch jetzt eingepfercht waren während dieser Pandemie, während diesem Shutdown, wo man dann auch merkt, ja, den Menschen fehlt was. Sie versuchen es mit irgendwas zu kompensieren, worauf sie Zugriff haben. Das sind dann natürlich Netzwerke, soziale Medien, aber auch ganz viel, die Streaming-Dienste laufen heiß, weil sie immer noch jetzt nach neuen Serien, nach neuen Filmen, gerade jetzt, wie das auf einmal boomt. Ja? Und es ist aber trotzdem nicht dasselbe, wie jetzt rauszugehen und sich mal ein paar Stunden durch ein Konzert, durch Stimmen, einzigartige Stimmen auf der Bühne, durch spannende Geschichten, die auf der Bühne gezeigt werden oder im Film gezeigt werden auch, sich da mal ablenken zu lassen. Ja, und merkt man einfach, die Spannung wächst da auch immer weiter. Also wenn das sich nicht lockert, dann sehe ich ganz ehrlich große Probleme. Nimmst du das auch so wahr, Lazy? Ich nehme das auf jeden Fall wahr, weil es ist für die Geist gut.
Ja, es ist, wie gesagt, Ventil, haben die schon erwähnt. Es ist ein großer Faktor, dass das die Menschen, die brauchen das, die müssen sich artikulieren können. Ja, nicht nur wörtlich, aber auch Kochkünste, normale Kochen, normale Kunst, singen und sowas, die müssen das muss raus. Ja, hat mit künstlerischer Freigeist zu tun. Und die Menschen, die brauchen das auf jeden Fall. Wann war für dich so klar, was da aus China auf uns zurollt? Also ab welchem Zeitpunkt hast du gedacht, okay, jetzt wird's schwierig? Es war mir eigentlich nie so bewusst. Ja, ich habe da so, okay, gut, es kommt was, es kann noch mal N1, 2-1, wie immer dies heißt, oder Schweinegrippe oder Vogelgrippe. Ja, ich hab einfach so, okay, noch ein Pandemie bricht aus, mal gucken, ob das hier kommt. Ja, angeblich war N1, 2-1, bla bla bla, schon in Deutschland, aber keiner hat es mitbekommen. Ja, dieses Mal haben wir dann wirklich mitbekommen mit Lockdown und man ist egal, wo man geschaut hat, waren immer diese Charts mit dieser Virus und Nummern und Zahlen und bla bla bla. Da war es mir bewusst, oh, okay, gut, es ist da. Es ist wirklich, es ist real. Wie kommt man damit zurecht? Sebastian, ihr habt ja, du bist Clubbetreiber aus Schwerin, ihr habt ja sogar dann eine Woche vorher euren Club schon dicht gemacht. Weil am Anfang warst du auch so, dass du gesagt hast, du willst die Gäste schützen. Und erzähl mal, kannst du dich an den Moment erinnern? Ja, wir haben einen Anruf bekommen von der Stadtverwaltung, die mit uns Gespräche darüber geführt haben, dass da was kommt. Es hieß am Anfang noch gar nicht Lockdown oder irgendwelche Einschränkungen über viele Monate, sondern einfach, es wird darüber beraten, dass etwas passiert, dass etwas kommt. Und das war auf Montag, also wir hatten gerade noch ein schönes Wochenende hinter uns, hatten einen tollen Abend, der Laden war voll, alle haben gefeiert, wir hatten wirklich viel, viel Spaß. Und dann hieß es auf einmal, okay, die Besucherzahlen müssen beschränkt werden, nur noch 200 Leute. Und da haben wir dann schon gesagt, okay, es ist doch ernster. Man liest dann in den Medien, man guckt natürlich viel, viel mehr dann auch in die Nachrichten rein, auch nicht nur deutschlandweit, sondern auch mal weltweit, was passiert da eigentlich gerade. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn es jetzt sowas so weit ist, dass wir darüber reden, dass wir eingeschränkt werden, dann möchte ich das unterstützen, um so schnell wie möglich wieder in ein normales Leben zu kommen und sage, okay, wir machen jetzt dieses Wochenende zu. Dass das jetzt natürlich sich über 25 Wochen, Monate hinzieht, gerade so für die Clubs, die halt gar keine Perspektive haben, keine Einnahmen haben, ähnlich wie auch bei vielen Live-Künstlern, die auf der Bühne stehen, bei vielen Theaterschauspielern. Das ist unfassbar. Also das ist für uns ist ja wirklich das, was wir gerne machen, ist von heute auf morgen einfach weg. Und wir wissen auch, also uns fehlt mittlerweile auch einfach die Perspektive, um zu sagen, okay, wann können wir wieder starten? Wie können wir wieder starten? Es gibt einfach für uns gar nichts. Es gibt keinen Ausblick, kein gar nichts. Und das macht uns mittlerweile auch etwas wütend. Alexander, die Karl-May-Festspiele in Burgrieden, das war dein letztes Engagement. Wie war es da? Also wann kam der Moment, wo es hieß, ihr könnt nicht mehr spielen? Ja, das war ein ganz schöner Kampf letztendlich, der da auch gefochten wurde, um zu gucken, können wir denn dieses Jahr spielen oder können wir nicht spielen? Und die Hoffnung ist wirklich ganz, ganz lang geblieben auch. Wir hatten auch eine ganz tolle Chefin da, die Claudia Hulz, die sich da extrem viel für eingesetzt hat. Okay, was können wir machen? Was sind die Auflagen? Die Festspiele liegen in Baden-Württemberg. Wir haben darauf gewartet, dass Baden-Württemberg endlich sagt, okay, wie viele Menschen dürfen wir denn überhaupt ins Theater lassen? Was ist eine Großveranstaltung? Ja. Jeder von uns kennt die schönen Ausdrücke, die uns eine Zeit lang begleitet haben und immer noch begleiten. Ja, und wir haben da wirklich die ganze Zeit noch überlegt, okay, was können wir an Konzepten erarbeiten? Und die haben sich wirklich 20, 30 Varianten überlegt, wie sie dann Hygienekonzepte machen können, so dass die Sicherheit der Menschen gewährleistet ist. Das steht im Vordergrund. Also, dass wir einfach auch sagen, es gibt diese Pandemie, sie ist da. Wir müssen jetzt gucken, genauso wie bei euch,
lieber so gut und so schnell wie möglich und so sicher wie möglich wieder in eine Normalität zurückkommen, aber unter Einhaltung von dem, was wir machen können, um diese Pandemie einzudämmen, damit alles wieder in einen Normaltonus kommt. Und ja, ich weiß, wir haben Proben, hätten normalerweise angefangen, Ende Mai, Anfang Juni. Und dann hieß es erstmal, okay, es wird verschoben. Wir haben leider noch nichts von Baden-Württemberg gehört. Und dann wurden die Proben nochmal verschoben und wir alle schon so, was können wir denn machen und so. Und wie ist es denn? Und diese Unsicherheit ist es ja auch gerade in dem Fachbereich Kunst und Kultur, diese Unsicherheit, wann dürfen wir denn endlich oder wann geht es denn wieder los oder wann können wir die Gäste denn wieder einladen? Weil es ist ja auch eine große Zeit, die wir brauchen, um die Gäste wieder zu uns zu kriegen, um ihnen wieder zu sagen, hey Leute, es findet was statt, kommt zu uns, wir bieten euch das und das. Ja, und dann letztendlich, Premiere hätten wir gehabt am 4. Juli und ja, Mitte Juni hieß es dann, okay, das wird dieses Jahr nichts mehr, das kriegen wir nicht mehr hin. Und wir hatten dann direkt auch schon überlegt, okay, wir gucken jetzt, wie der Verlauf ist. Wir sind noch eine relativ neue Bühne, wir müssen uns im Gedächtnis der Leute halten. Okay, was können wir also machen, um die Leute zumindest noch ein bisschen da bei uns zu halten? Und wir hatten da auch eine Live-Lesung, wo wir dann auch mal mit Mikrofon die Sachen einsprechen, wo wir Pyrotechnik zünden, wo ein gewisser Teil im Publikum sitzen kann oder so und das miterleben kann und gegebenenfalls, dass wir das auch als Livestream raushauen können. Ja, die Pferde mal über die Bühne galoppieren lassen und mit allem drum und dran und auch das kriegen wir mit sämtlichen Auflagen, haben wir das nicht hingekriegt. Lazy, wie war das bei dir? Also wann war der Moment in diesem Jahr? Bei mir war, ja, ich wollte sagen Glück in Unglück, aber es war nicht glücklich. Ich hatte mal eine Pause eingelegt. Ich habe gesagt, okay, Ende Januar will ich an einem neuen Showkonzept arbeiten. Und die letzte Show war 28. sowas in dem Dreh. Dann habe ich gesagt, okay, vom März bis, ich glaube, Anfang Mai will ich auch noch ein neues Konzept arbeiten. Und habe ich wirklich eigentlich gar nicht drum gekümmert. Ich habe nur gehört, es ist da. Und habe immer noch mein eigenes Ding gemacht. Und dann auf einmal war das so, ja, ist gestrichen. Was ist gestrichen? Die Tour. Okay, gut. Gut, alles klar. Wir haben noch Mexiko, weil Mexiko ist zu der Zeitpunkt war noch. Du tourst ja international. Weltweit. Ich habe international, ja, und ich habe nur gemerkt, wie die Schweiz Lockdown, das Lockdown, und es kam so wie ja, Bowling. Ein Pin nach dem anderen. Ein Pin nach dem anderen, und auf einmal standen wir da und gesagt, okay, das Jahr ist vorbei. Ja, dann haben wir gehört, irgendwie August, habe ich den Terminkalender geguckt. Okay, gut, es gibt ja ein paar Shows in August. Open Air wahrscheinlich. Open ja. Air bis so Mitte September, die immer noch in Frage waren. Aber es sah gut aus. Ja, und dann, ich glaube, Ende Juni war das denn alle. Also ein paar sind pleite gegangen und die Rest war weg. Ja, und dann ist es war wirklich dann, okay, was machen wir denn jetzt? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus nach Oktober, November, Dezember? Denn wenn ich nicht weiß, dann kann ich dann gleich alles absagen. Dann brauche ich mir keine Gedanken, keine Kosten zu machen. Neue Show und neue Produktion kann ich dann alles stilllegen, bis ich weiß, wenn ich wieder anfangen kann. Und ja. Kannst du noch? Sebastian erwähnte gerade, er ist langsam auch ein bisschen wütend. Also kannst du das nachvollziehen? Vollkommen, weil man sitzt, man darf, und das ist das Ding, man darf seine Arbeit nicht machen. Ja, das, was man vielleicht jahrelang studiert hat oder gelernt hat, und es ist einfach, man darf es nicht. Es ist nicht mal, dass man nicht kann, es wird in sämtlicher, ist egal, welche Maßnahmen man nimmt, Kontingent oder Konzept, es wird immer, nee, geht nicht. Ja, und
na klar wird man so wütend, weil man versucht dann irgendwie entgegenzukommen, aber keiner kommt dir entgegen. Ja, es ist, also ich fühle mich alleine gelassen. Ich glaube, ihr auch, so ganz alleine gelassen. Und ja, ich finde es auch, ja, schade. Und es werden sehr viele Steine einfach auch in den Weg gelegt. Genau. Also um irgendwas zu erreichen. Und jeder, man sieht richtig, wie viel Herzblut die Leute reinstecken und versuchen, es auf die Bühne zu bringen. Und es wird nicht gemacht, ja. Und es kann nicht gemacht werden, weil halt wieder gesagt hat, nee, dann machen wir, nee, das können wir nicht machen. Und so kriegst du das nicht durch. Nee, und da ist ein Gast wieder zu viel oder zwei Gäste. Nee, dann musst du wieder reduzieren. Und so. Und es ist, und man ist wie ein Spielball, der eigentlich die ganze Zeit davon abhängig ist, wie hoch die nächste Welle kommt. Vor allem auch dieses Spielball, das ist schon ganz, ganz richtig. Also man spielt ja auch mit unserem Optimismus. Wenn mir jetzt einer gesagt hätte, wahrscheinlich darfst du das ganze Jahr über keine Veranstaltung mehr machen, dann hätte ich mir März, April überlegt, will ich das bis Jahresende so machen? Weil ein Club hat wahnsinnig hohe Fixkosten. Das heißt, die Miete, die Mitarbeiter, die Miete, alles muss bezahlt werden. GEMA kannst du auch nicht von heute auf morgen kündigen, sondern auch mit Kündigungsfrist musst du auch 3 Monate erstmal zahlen. Du hast einfach einen riesengroßen Kreislauf oder einen riesengroßen Rattenschwanz, der da einfach dran ist. Und hätte mir das damals jemand gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, war eine schöne Zeit, aber ich habe was anderes gelernt, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, ich gehe dorthin zurück oder ich suche mir etwas anderes. So ist es ja so, jeder von uns, also ich habe mich auch mit vielen anderen Clubveranstaltern mal ausgetauscht und die sagen halt auch, das Problem, was man jetzt hat, stell dir vor, du schließt jetzt ab und dann auf einmal heißt es im nächsten Monat, ihr könnt aufmachen. Das ist ja das Problem. Ja, also es kommuniziert ja mit uns keiner, wenn sich einer wirklich hinstellen würde und sagen würde, hey, Clubs, bis zum 31.12. definitiv nicht. Konzerte definitiv bis 31.12. nicht. Denn ist das was, womit wir arbeiten können? Das wäre eine klare Ansage. Das wäre eine klare Ansage und wir können entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Ja. Aber so ist es ja immer diese Hoffnung, dass es heißt, nächsten Monat oder es gibt nochmal Unterstützung oder es passiert irgendwas. Und das ist genau das, was uns auch so ärgert, weil du kennst das ja auch selbst. So eine Show machst du nicht von heute auf morgen. Ne? Das heißt, selbst wenn es jetzt heißt, wir dürften im September wieder öffnen, Künstler anfragen, dass die ganze Organisation dahinter, wir haben viel Aushilfskräfte, die sind auf das Geld angewiesen. Ganz und vor ehrlich. Allem auch die Frage, kommen die Leute überhaupt wieder? Also auch da haben wir uns ja Lazy auch im Vorgespräch kurz drüber unterhalten. Also wie ängstlich ist das Publikum? Ich merke das schon jetzt, weil ich war bei so eine Live-Geschichte, wo es mit Autokino und bla bla bla. Meine ganzen Kollegen waren alle da. Ich weiß, dass die auch im Lockdown waren und haben auch nicht gearbeitet seit März oder so. So, ich weiß, dass die komplett isoliert war. Aber es war irgendwie, ja, wie machen wir das jetzt? Mit Händeschütteln oder mit, wie machen wir das? Und es ist irgendwie echt ein blödes Gefühl, weil, obwohl wir diese Maßnahmen mitgemacht haben, und wir sind auch gute Freunde und wir wissen ganz genau, der hat schon lange nicht. Wie machen wir die? Wie lösen das denn auf? Machen wir jetzt so oder machen wir? Und das wird in den Leuten noch stecken. Auch wenn die sagen morgen, ja, okay, gut, ist vorbei, wir können. Aber das ist auch so eine, finde ich, ist auch so eine Krux, weil du den Leuten trotz allem anmerkst, die wollen gerne, aber sie trauen sich nicht richtig. Also es ist immer so wie dieser kurze Schritt, gehe ich jetzt über die Türschwelle oder nicht? Ja. Trete ich jetzt ein oder nicht? Und das ist, vorher wurde eine Selbstverständlichkeit natürlich auch in unserem Fachbereich, wo die Leute sagen, klar, zur Unterhaltung, ich suche mir ein Theater aus, ich suche mir einen Club aus, ich suche mir eine tolle Veranstaltung aus, wo ich gerne hingehe und mir was anhöre, wo da jetzt einfach immer permanent diese Angst drunter liegt, die natürlich ganz, ganz stark auch suggeriert wird, durch das, was in den Medien, was man hört, durch das, was natürlich Leute erleben, durch unsere im momentige gesellschaftliche Gegebenheiten, die einfach jetzt drumherum sind, wo du richtig merkst, die Leute wollen, die sind auch unruhig und die wollen gerne, aber sie trauen sich nicht. Die trauen sich ja gar nicht. Ja, und ich merke das auch jetzt schon. Zum Beispiel, ich bin gerne unter Leuten, ja, besonders wenn ich mal eine Show mache und ich gehe zu den Leuten hin und die können anfassen und es wird, ich habe das Gefühl, es wird noch extremer geguckt. Was macht er denn? Gibt er die Hand? Macht er den ab? Der hat ja kein, ist das ab,
Das ist, und es man, führt zu Skepsis, ja, man, und, Skepsis und Beobachtung. Kontrolle. Kontrolle. Ja. Und sogar einer genau. Spaltung auch in gewisser Weise, weil man auf auch gar nicht Fall. Weiß, wie soll man selbst auf den anderen ja. zugehen. Ja. Ja. Und da würde ich auch gerne nochmal den Bogen machen zur Demokratie. Also wie wichtig ist Kultur für Demokratie? Also wie steht es im Moment um unsere Demokratie? Ja, Demokratie ist so ein Ding ohne, also Kunst und Demokratie gehört eigentlich zusammen. Weil in einer Demokratie hat man eine freie Meinung. Ja, freie Meinung heißt Ausdrucksweise. Es gibt ja Leute, die hauen auf den Tisch und sagen, ja, das und das und das und das. Und es gibt Leute, die lesen und sagen, okay, es muss so sein. Ja, und das gehört auch dazu. Das bewegt die Demokratie. Jeder hat eine Meinung. Jeder darf diese Meinung auch äußern, egal wie. Das ist die Kunst. Ja, so Kunst und Demokratie gehören zusammen. Meine Meinung. Ja, damit kommen wir zur zweiten These des heutigen Abends und die lautet wie folgt. Eine Krise auszusitzen ist die beste Maßnahme, um sie zu überwinden. Und da wäre auch meine Frage, Alexander, es war für diese Sendung gar nicht so einfach, Menschen zu bekommen, die sich hier mit uns an einen Tisch setzen, weil ja, die Gefahr in der Luft zu liegen scheint, dass, wenn man das Falsche sagt, man Angst um seine Karriere haben muss. Und wir hatten hier schon eine bekannte Pianistin, Yamina Gerl, eine klassische Pianistin, die sich auch fragt, wo sind die Künstlerinnen und Künstler? Mhm. Ja, wo sind die Künstlerinnen und Künstler? Das ist eine sehr gute Frage. Um jetzt gerade noch mal auf die Wirkung, die so eine Gesprächsrunde eventuell auch haben kann oder so. Also ich habe mir jetzt da auch nicht gedacht, boah, das könnte jetzt, wenn jetzt irgendjemand nicht meiner Meinung ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, also auch wenn wir hier über Sachen sprechen, ich denke, wir sind hier, um über Dinge zu sprechen, gerade jetzt heute auch in Kultur, Gesellschaft und Demokratie, wo ich finde, es ist absolut wichtig, sich andere Meinungen anzuhören. Und wenn jetzt jemand eine Meinung vertritt, muss ich ja nicht derselben Meinung sein. Aber es ist wichtig, mir auch gegebenenfalls einen Konter mal anzuhören, um mal festzustellen, auch selber, wie stehe ich denn eigentlich dazu? Deswegen, ich kann das aus meiner Perspektive kann ich es nicht nachvollziehen. Ja? Weil ich finde, es bietet diese Möglichkeit hier. Es bietet mit verschiedenen Leuten, die man sonst auch so noch nicht getroffen hat und die trotzdem, mit denen man trotzdem Gemeinsamkeiten hat, ja, bietet es wirklich eine Möglichkeit, dass man sich austauschen kann, Erfahrungen austauschen und gegebenenfalls auch andere Blickwinkel mal wieder auf das Ganze sieht. Ja, zumal das hier ja auch keine politische Richtung hat. Wir sagen immer, ja, das hier ist gesunder Menschenverstand. Wir sind nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten. Wir wollen einfach verschiedene Meinungen hören. Genau das. Ich finde es, dass ich vielleicht nicht viele dazu bereit erklären oder so, sowas zu machen. Ich weiß nicht, für mich geht das ein bisschen mit einher mit auch gerade jetzt wieder aus der Kulturwelt, halt, wenn ich mich mit vielen, ich habe mich mit vielen Kollegen unterhalten, dann auch viel über Livestream oder so, wo man auch wieder mal mit Kollegen gesprochen hat, die man sonst lange nicht mehr gesehen hat oder so, was ich dann auch wieder sehr schön fand. Aber auch festzustellen, diese Lethargie, die mit einhergeht, diese Machtlosigkeit zu sagen, okay, wir wollen alle irgendwie was, wir wollen auch alle irgendwo in dieselbe Richtung, wir wollen was Ähnliches machen, singen, tanzen, spielen, Kunst machen und dann aber diese Lethargie und diese Ohnmacht, nichts dazu machen, richtig dazu machen, aktiv dazu machen zu können, dass wir wirklich wieder auf die Bühne gehen können. Und da merke ich, sind ganz viele meiner Kollegen und Freunde, die im künstlerischen Bereich arbeiten, wo ich merke, boah, das tut denen im Herz weh, das tut denen in der Seele weh, was im Moment gerade und was hier auch gerade in Deutschland, muss ich zugeben, abläuft. Wie lazy siehst du das? Also jetzt in deinen Musikerkreisen, was überwiegt da, der Aktivismus oder die Lethargie? Ich sage jetzt beides, weil es ist schwierig, sich zu äußern. Also im Moment ist das super extrem. Man äußert sich falsch und dann bist du gleich du. Das geht so nicht. Ja, und das finde ich nicht in Ordnung.
Ja, weil für ein paar Monate war das okay. Ja, jetzt im Moment, weil die Sache sich spitzt, sagen wir so, haben wir diese Spalt in der Gesellschaft. Ja, woher das kommt, das weiß ich nicht. Ja, dieser gängige Wort, die ich immer höre in letzter Zeit, ist Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker. Ja, und das geht mir wirklich auf den Sack. Ja, weil ich habe keine Ahnung, was ein Verschwörungstheoretiker ist. Ja, ich weiß nicht, was ein Conspiracy Theory ist. Ich weiß, es ist ein Film, ja, wo der Protagonist recht hat. Ja, also das zur Seite. Trotzdem finde ich das nicht in Ordnung. Ja, und es ist so ein Stempel, den man bekommt. Es ist ein Stempel. Also in unserer Lage jetzt als Künstler, die Leute, die eigentlich was zu sagen haben, ja, finde ich, dass viele nichts mehr sagen, weil die wollen diese Stempel nicht haben. Ja, aber auf die andere Seite jetzt, sagen wir so, also so viele Home-DJs habe ich noch nie gesehen. Das ist unglaublich. Ja, und ich finde viele, ein paar grottenschlecht, aber es gibt ein paar geile dabei, die sich vorher nicht getraut haben. Ne? Genau. Ja, ich bin ja DJ auch, aber ich traue mich immer noch. Vielleicht solltest du mal. Vielleicht sollte ich, ja. Ja? Also, da sind wir schon bei der Zukunft, ne? Bei den Konzerten. Ja. Also mein bester Kumpel, John München, ja, der ist super. Der ist der Sohn von Udo Jürgens. Udo Jürgens, ja, super. Der macht 80er Sachen, 70er, also der mischt das alles, ist Hammer. Sebastian, du hast ja auch eine politische Karriere. In Parchim bei einer Bürgermeisterwahl 23% der Stimmen. Du bist in der SPD. Was sagt denn jetzt der Politiker in dir zu alledem, was du hier hörst? Was der Politiker dazu sagt, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich finde einfach, ich sehe das ähnlich wie ihr. Aber ich glaube, was einfach fehlt, ist, man hat uns ja die Bühne weggenommen. Und die Bühne war ja eigentlich auch immer so ein bisschen unsere Möglichkeit, unsere Meinung zu transportieren, unsere Vision, unsere Ideen kundzutun, den Leuten mitzuteilen. Und das ist alles weg. Und momentan durch diese sozialen Medien ist es ja so, dass jeder sich hinstellen kann und sagen kann, der Himmel ist blau, der Himmel ist grün, der Himmel ist lila, der Himmel ist rot. Vielleicht ist aber auch ein Farbenblinder dabei. Das heißt, das, was er sieht, ist wirklich so für ihn. Und ich glaube, ähnlich ist es einfach auch mit Meinungsäußerungen. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Das ist auch unheimlich wichtig in einer Demokratie. Und jeder hat auch eine andere Ansicht. Das Problem ja einfach, was wir jetzt haben, ist, keiner von uns kann in die Zukunft gucken. Jeder stellt sich aber gerne hin und sagt, wie er es gerne hätte. Das ist auch völlig in Ordnung, völlig legitim. Ich glaube aber, für die Politiker ist es da einfach jetzt auch wichtig, einen Mittelweg zu finden für alle. Sei es für die Künstler, sei es für die Schauspieler, sei es für die Moderatoren, sei es für die Clubbetreiber, sei es für die Tontechniker, sei es für die ganze Branche. Egal, in welcher Branche man sich genau befindet. Es ist einfach wichtig, dass Kultur sich nicht mehr nur darauf beschränkt. Bei uns in Mecklenburg gibt es da so ein ganz schönes Blatt. Da stehen so die Branchen drin. Und dann steht da drin wirtschaftliche Wichtigkeit und noch soziale Wichtigkeit steht drin. Und bei uns ist es zum Beispiel so, in Mecklenburg-Vorpommern, wenn Opern und Theater als hoch deklariert im sozialen Faktor, Clubs, Diskotheken und Live-Spielstätten als gelb, als Mittel. Und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen das Problem, was ich sehe in der Politik. Sie sind halt alle älter, wenn man das so sagen darf, so ganz vorsichtig. Sie befassen sich wenig mit der Jugend. Und für eine Jugend oder für die Jugend ist nun mal der Ausgleich, gerade am Wochenende, noch wichtiger als vielleicht für viele Ältere. Und das ist das, was halt komplett der Jugend ja weggenommen wird. Jetzt heißt es bei uns... Nach dem Motto, wir schützen vor dem Virus, aber wir verursachen damit eigentlich seelische Schäden, beziehungsweise wir nehmen die Lebendigkeit raus. Das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich auch,
schützen Sie wirklich die Jugend vor dem Virus? Weil anstecken kann ich mich überall. Anstecken kann ich mich auch in der Einkaufshalle, anstecken kann ich mich in der Schule. Meine Frage ist ja, vor ein paar Wochen haben bei uns sind die Sommerferien vorbei gewesen. Dort war es am Anfang so, es gab keine Maskenpflicht für die Schüler. Es gab zwar Gruppeneinteilung, aber stellenweise 300 Schüler waren gleichzeitig in einer Schule. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum ist es dann unmöglich, für 200 Personen einen Club zu öffnen? Das ist so eine These, die ich gerne mal aufstellen würde. Ne? Es gibt für mich dort als Clubbetreiber keine Antwort darauf. Und das ist das, was einfach so schwierig ist. Und genau, das ist bei genau anderen Spielstätten genauso. Warum darfst du an der Freilichtbühne, an der frischen Luft, mehr Leute nebeneinander sitzen lassen? Ja? Mhm. Auch wenn du bestimmte Hygienekonzepte hast oder so. Aber warum geht das nicht? Eben, sehr gute These. Die beim Flugzeug ist es wiederum erlaubt. Mhm. Und das ist das, was uns ja so auch stört. Man hat so das Gefühl von Lobbyismus. Es geht einfach darum, wer ist wirtschaftlich wirklich wichtig. Und bei wem steckt halt auch viel Geld dahinter, der als erster dann auch am lautesten schreit, hier, hört mal Freunde, wir wollen aber jetzt mal unser Konzept so etwa durchbringen. Ja. Und ganz kurz, leicht politisch zu werden, es ist komisch. Wir dürfen in der Freilicht keiner, muss Riesenabstand und bla bla bla. Genau, ja. Aber vor paar Wochen kann ich mich, oder vor einem Monat kann ich mich an Black Lives Matter erinnern. Ja, wieso wird das denn, ich würde nicht sagen erlaubt, toleriert. Ja, weil ich glaube nicht, dass die eine Genehmigung dafür gab, weil das viel zu schnell. Die haben einfach so... Du meinst jetzt die Demonstrationen? Demonstrationen, ja. Mhm. Ist es vielleicht, dass die Politik, da frage ich nochmal Sebastian, Angst davor hat, falsche Entscheidungen zu treffen, weil es dann immer gleich auf die Karriere geht, weil dann auch die Medien schreien und sagen, Herr Söder merkt ja zum Beispiel im Moment sehr gut, dass seine Autorität auch zu guten Umfrageergebnissen führt. Ja, klar hat das auch zum kleinen Teil, also zum mittleren Teil, mittelgroßen Teil da mit zu tun. Ich glaube auch einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt einfach momentan kein richtig und kein falsch, weil niemand von uns kann in die Zukunft gucken. Niemand weiß, wie der Virus sich entwickelt, wie er sich ausbreitet, wie er sich nicht ausbreitet. Ich glaube, wir brauchen einfach jetzt praktische Erfahrungen. Und wir haben es bei uns im Bundesland einfach total gut im Griff. Wir haben die wenigsten Infektionszahlen deutschlandweit. Und ich finde einfach, warum so ein Bundesland nicht auch ein bisschen nutzen, in Anführungsstrichen, um einfach gewisse Sachen auszuprobieren. Einfach zu sagen, hey, wir haben so wenig Infizierte, wir öffnen mal die Clubs. Und wenn es nicht funktioniert, dann können wir immer noch agieren oder reagieren. Aber wir müssen irgendwas machen. Und zumal solche Demonstrationen wie Black Lives Matters ja auch zeigen, dass sich das Infektionsgeschehen jetzt auch nicht unbedingt erhöht hat. Mhm. Ja, aber ich sag mal, wenn so eine Demonstration vielleicht eine Woche später stattfindet, kann es ja passieren. Also es gibt immer Möglichkeiten, wo der Virus sich ausbreiten kann. Es ist ja nicht gesagt, nur weil es jetzt diese eine Woche nicht passiert ist, dass es denn eine Woche später auch nicht passiert. Also da muss man immer differenzieren. Deshalb sage ich, man muss jetzt einfach auch bereit sein, ein kleines Risiko einzugehen, um Sachen zu öffnen und dann zu schauen, was passiert oder eben was auch nicht passiert. Und das wurde ja auch vor Wochen, Monaten auch gesagt. Ja, also sobald die Fallzahlen wieder hochgehen, dann gehen wir einen Schritt zurück. Aber es jetzt auf einer Position zu lassen, wo wir es halt immer noch geschlossen lassen und es nicht mal zu probieren. Ja, wir wollen ja wieder zurück in eine Normalität. Und ohne dass wir es nicht probieren, wie soll das funktionieren? Das stimmt. Weil ich finde, wie gesagt, probieren oder ein gewisser Maßnahmen gucken, wie du schon gesagt hast, wo geht es nicht, was können wir da machen. Und es ist nicht nur, es muss nur immer die Regierung entscheiden. Wer kann eigentlich ins Gespräch kommen, wer diese Entscheidung übernimmt und wie das aussieht, wie wir das formulieren können. Und das ist irgendwas, was überhaupt nicht probiert oder angesprochen wird. Und ich kann verstehen, warum so viele Künstler, Clubbetreiber und alle sauer sind. Mhm. Aber Lazy, da wollte ich vorhin noch mal kurz, wo du es ja auch gesagt hast, als Black Lives Matters rauskam und dann mit der Demonstration,
wo dann so viele, wo viele Menschen dann auch so wieder aufeinander getroffen sind. Dieses sowas ist dann, wird dagegen, dürfen wir das machen oder nicht? Da hatten wir ja vorhin ein kurzes Thema zu. Ja. Ne? Ist das denn erlaubt, ja, dass sich dann auf einmal zu einer Demo, ohne dass das jetzt irgendwie, dass die dann überhaupt eine Genehmigung für gekriegt haben, weil das ging ja super schnell. Ja. Ja? Aber auf der anderen Seite, was soll uns das denn suggerieren? Ja? Sollen wir dann unsere Geschäfte, unser Lebenswerk, sollen wir das dann trotzdem knallhart einfach durchsetzen und uns drüber hinwegsetzen? Also das finde ich gerade so einen bemerkenswerten Ansatz, weil auf einmal bei einer Demonstration ist es halt so, ja, ist okay, ja, aber so die ganze Zeit Kulturwelt und so wird niedrig gehalten und macht das nicht und das Verbot kriegt ihr und die Auflage kriegt ihr. Aber heißt das denn, sollen uns jetzt einfach mal drüber wegsetzen? Weil man bei Black Lives Matters aber auch auf jeden Fall sich die Finger politisch verbrennt, wenn man dagegen ist. Ja, ja, ja. Das ist auch der Punkt, um den es da geht. Also bei uns, also ich sag mal auch deutschlandweit ist es ja so, ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel keine Tanzveranstaltungen stattfinden. Die illegalen Open Airs, die illegalen Partys werden trotzdem stattfinden. Ja. Nur jetzt ist es halt der Punkt, es gibt halt nicht Clubbetreiber, die zum Beispiel dort hinter stehen und sagen, hey, das sind die Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen, die müssen wir uns halten, sondern sie feiern einfach. Und auch da ist es ja nicht unbedingt so, dass jetzt auf einmal 1000 Neuinfizierte bei uns in Mecklenburg gemeldet werden. Zumal gut, da werden wir jetzt in dem medizinischen Thema, die Frage ja sowieso auch im Raum steht. Es gibt ja auch Kritiker, Ärzte wie Dr. Wodak oder Professor Suharit Bhakti, die sagen, es ist eben kein Killer-Virus. Hm. Und trotzdem haben wir aber diese Maßnahmen. Das ist die große Frage. Ich meine, warum so viel, so harte Maßnahmen für ein Virus, der dieser Professor gesagt hat, nicht eigentlich der Killer ist? Es ist Fragen, die nicht richtig beantwortet wird. Und wir stehen hier, haben noch keine Ahnung, haben fast kein Geld, haben keine Veranstaltung. Und es wird immer noch nicht an Antwort gegeben. Und irgendwann verlieren wir diese Geduld und machen irgendwas Blödes. Ja, ich hoffe nicht, dass es so dazu kommt. Aber Revelation ist ein Wort, die man nicht gerne in den Mund nimmt. Lazy, aber ich danke dir für diesen Übergang. Der passt nämlich gut zu unserer nächsten These. Okay. Unsere dritte These lautet nämlich, die staatlichen Förderprogramme sichern das Überleben der Kulturszene. Das Geld, du hast es gerade angesprochen. Ich kann über Geld gar nicht reden, weil ich habe gar nichts gesehen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil ich bin ja Einzelkünstler, Produzent, ich habe mein eigenes Studio. Ich habe ja keinen sogenannten Betriebskosten in dem Sinne, außer wenn ich vielleicht sage, okay gut, in der Zeit mache ich dann ein neues Album. Aber was bringt mir das? Weil die Maßnahmen verbietet mir sämtliche Künstler, die zu mir kommen für Aufnahmen. Ihr müsst denn auf diese Hygiene beachten, Vorschriften Hygiene beachten. Hygieneregeln, ja. Genau. Und ohne Unterstützung kann ich gar nichts machen. Und ja, irgendwann ist es, ja, gut, ich habe genug zur Seite geschafft, aber ich überlegen mir, wie es anderen geht. Ich wollte gerade sagen, den Luxus haben ja nicht alle. Ja, richtig. Ja, und es gibt auch Künstler, weil ich kann an meinen Anfang erinnern, wo es wirklich Hand zu Mund waren. Ja, und dann über 5 Monate, das kann gar nicht gehen. Das macht die ganze Kulturwelt kaputt. Sebastian, die Corona-Hilfen, haben die dir geholfen? Nein. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, man muss mal von vorne anfangen. Ich glaube, es gibt keine Branche, die 30 oder mindestens 30 Wochen ohne Einnahmen existieren kann. Wir haben wahnsinnig, also gerade Clubs haben wahnsinnig hohe Fixkosten, weil wir einfach in großen Gebäuden sind. Wir haben hohe Stromrechnung, Gasrechnung. Klar kann man die Stunden, aber irgendwann möchte trotzdem jeder das Geld haben. Und das kriegst du über einen langen Zeitraum nicht finanziert. Und die Förderprogramme sehen halt vor, dass Institutionen gefördert werden, die gemeinnützig sind. Kapitalgesellschaften, so wie wir auch zum Beispiel eine sind, wir haben einmal diese Förderprogramme bekommen von, ich glaube, es waren 3.000 Euro im Monat, 9.000 Euro insgesamt. So bei Fixkosten von 15.000 Euro im Monat.
Man kann sich ausrechnen. Auf einen heißen Stein. Es ist ein Tropfen, genau. Es ist, wir haben mal so den Spaß uns erlaubt und haben gesagt, das ist eine künstliche Insolvenzverschleppung. Wenn ich das sonst betreiben würde, dass jeden Monat da jemand kommt und ein bisschen Geld reinlegt, sodass ne, der Club noch irgendwie überleben kann, dann würde ich im Gefängnis sitzen. Und jetzt kommt der Staat und wirft mir, oder das ist ja nicht der Staat, sondern das Land, wirft mir da 9.000 Euro hin und sagt, bitte. Und das kann es nicht sein. Also das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und das macht es auch für uns nicht einfacher. Meine Oma hat immer gesagt, über Geld spricht man nicht. Aber Alexander, ich möchte trotzdem mit dir über Geld sprechen. Karl-May-Festspiele. Wie ist denn das bei euch gewesen? Also hat man euch da im Regen stehen lassen? Tatsächlich Karl-May-Festspiele. Und da bin ich der Chefin von den Karl-May-Festspielen auch super dankbar. Auch dem Regisseur, der mit dran ist und immer wieder Ideen eingebracht hat und mit ihr zusammen auch getüftelt hat. Aber dann gerade auch die Chefin, die Claudia Hulz der Karl-May-Festspiele, die sich für uns wirklich reingehängt hat und mit ihrer Finanzberaterin alles Mögliche geprüft hat und so und uns tatsächlich geschafft hat, uns auf Kurzarbeit zu setzen, jetzt für die paar Monate, die wir angestellt wären, sodass wir zumindest 60% unserer Gagen ausgezahlt bekommen. Und das ist aufgrund der Tatsache, dass die Soforthilfen für Künstler und Solo-Selbstständige absolut nicht greifen bei 80-90% meiner Freunde und Kollegen rund um Rheinland-Pfalz, Mainz und die Schauspieler und Künstler, die ich kenne, nicht greifen, weil sie A, keine betrieblichen Kosten haben, weil sie keine Räumlichkeiten haben einfach, ja, und weil die nur Kosten übernehmen, aber keine Lebenserhaltung ja, fördern und zum anderen, weil wir keine Gewerbe haben. Also als Schauspieler muss man kein Gewerbe anmelden und dementsprechend habe ich da auch keinen Zugriff auf dieses Geld, was dann da vom Staat freigeschafft wurde, wo ich mir sage, Freunde, das habt ihr euch schön überlegt. Also und trotzdem müssen Kollegen von mir, die müssen Miete zahlen, Essen zahlen, ihre Fahrzeuge. Und ja, aber wie machen die das? Gute Frage. Es funktioniert nicht. Man versucht irgendwie. Also wie schon gesagt, ich jetzt bei den Karl-May-Festspielen habe wirklich das Glück gehabt, dass er mich auf Kurzarbeit gekriegt hat und so. Und ich kriege einen Teil zumindest, womit ich überleben kann. Aber ich bin, sage ich mal, aus meiner persönlichen Lage auch in einer sehr guten Position, wo es mich noch nicht ganz so extrem trifft. Wo ich andere Kollegen habe, die halt mit ihren Mieten und so, klar, wo die permanent fragen, kann ich das nochmal Stunden bitte oder so. Wo ich mir teilweise denke, oh Leute, es tut mir so leid. Und ich sage auch die ganze Zeit, hey, wenn es irgendwas gibt und wenn ich dir von mir aus mal was zu essen kaufen kann, dann lass es mich wissen. Aber das ist, man fühlt sich alleingelassen. Und es entstehen, glaube ich, wir hören es ja, es entstehen große Abhängigkeiten. Also die Abhängigkeiten werden immer größer. Absolut. Und vor allem, wir verschulden uns ja auch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war nicht damit. Also genau. Ne? Und ich glaube einfach, dass das Ende ist ja noch gar nicht erreicht. Also selbst wenn es jetzt wieder losgehen würde, man kann auch gar nicht absehen, wie lange dauert das, bis man das, was man heute extra aufgenommen hat oder was man sich leihen musste, wie auch immer, wie soll man das zurückbezahlen? Weil man weiß doch gar nicht, was in ein paar Monaten ist. Und das ist genau das Problem. Richtig. Man geht wieder in die Schulden. Ja. Man, ich weiß nicht, also sowas habe ich noch nie denken können, sagen wir so, weil ich habe noch nie, also ich bin ja 30 Jahre in Deutschland, ich habe noch nie irgendwas von der Stadt angefordert oder gefragt oder gar nichts. Ich habe alles selber geschafft, irgendwie in meinen Möglichkeiten, in meinen Grenzen. Ja, und auf einmal kommt man auf einen Stand, wo man denkt, ja, okay, gut, ja, habe einen Hund, habe einen kleinen Garten, es ist alles schön und dann auf einmal, boom, alles weggerissen. Und dann steht man da, ja, was mag ich denn? Zurückgehen kann ich nicht, ich bin ja zu alt. Aufgeben? Auch so eine Frage, ja? Und ich ist so, meine Frau und ich, wir haben gesagt, okay, gut, wir halten durch. Wir gucken, wie lange wir schaffen klarkommen, ja? Aber wenn das 2 Jahre dauert, was machen wir denn? Ja, es ist. Und das ist das Krasse. Also diese Wahrnehmung habe ich auch. Am Ende trifft es irgendwie jeden, also den einen früher, den anderen später. Aber im Moment sieht es so aus, als müssten wir uns alle tatsächlich Sorgen machen. Ja, im Künstlerbereich, im Kulturbereich auf jeden Fall.
Ja, Mittelstandbereich. Ich finde, die Mittelstand wird regelmäßig kaputt gemacht. Und ein Mittelstand ist wichtig für eine gute Demokratie. Und natürlich, weil der Mittelstand kann immer wieder schnell zurückkommen. Ja, und wenn der Mittelstand weggerissen wird, dann heißt das, vergiss es mit der Ökonomie. Hast du Existenzängste, Sebastian? Ja, na klar, natürlich. Wie wirkt sich das aus für dich? Naja, man steckt einfach auch in einem Loch. Ne? Man hat das, was man vorher gemacht hat, hat man ja gerne gemacht. Also man ist freiwillig in den Club gegangen, man hat freiwillig geplant, es hat Spaß gemacht, man hat schöne Partys gefeiert, man hat viele Leute kennengelernt. Das ist ja einfach auch so balsam für die Seele. Also ich sage ja immer, für mich ist das keine Arbeit, für mich ist das einfach ein Hobby, ein Spaß. Das ist für mich einfach viel, viel mehr. Das ist, ich glaube, auch eine Lebenseinstellung so ein bisschen. Und, eine Berufung. Eine Berufung vielleicht sogar, genau. Ne? Und wir haben das alle super gerne gemacht. Jetzt auf einmal ist es weg. Und es ist nicht nur das, sondern du hast dann auch noch die finanziellen Engpässe, wo du sagst, als Gesellschafter fällt man auch in dieses Kurzarbeit-Thema nicht rein. Und du stehst halt dort und sagst, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Hartz IV anmelden? Also das ist doch nicht das, was ich... Also ich habe es nicht verursacht. Ich bin nicht... Man versagt nicht selbst. Das ist ja, glaube ich, der Unterschied. Wenn man selbst versagt, dann ist das so, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt aufraffen, ich muss mir andere Arbeit suchen, muss was anderes machen, alles okay. Aber du stehst jetzt da und du sagst dir, ich habe keine Schuld daran und trotzdem bin ich aber der Leidtragende. Und das ist das, was es meiner Meinung nach für Künstler, für Schauspieler, für alle eigentlich nicht sein darf. Aber dann erklär mir doch mal nochmal deinen quasi Chef Olaf Scholz. Du bist ja in der SPD, nicht direkter Chef, aber zumindest der hat am Anfang der Krise gesagt, es ist genug für alle da. Also ihr werdet doch dann da in der kommunalen Politik, in den Parteien auch, ihr müsstet doch auf die Barrikaden gehen. Das tun wir auch, aber es ist, ich glaube, es ist gerade bei uns in der Kulturwirtschaft oder ja in der Kulturwirtschaft, wenn man es so bezeichnen kann, weil wir halt nicht gemeinnützig sind, ist immer noch so ein bisschen der Eindruck, wenn wir weg sind, dann macht es jemand anderes. Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen der Gedanke, der in vielen Köpfen drin ist. Was aber der Fehlgedanke, weil was viele Politiker vergessen, auch bei uns in Schwerin ist es so, Immobilien sind gefragter denn je. Zieht ein Club aus, kommt dort kein neuer Club rein. Also in Schwerin hat es ja auch einen Club vor ein paar Monaten schon getroffen, der hat wegen Corona schließen müssen. Dort kommt kein Club mehr rein, weil dort wurden Eigentumswohnungen gebaut drumherum. Das heißt, die Anwohner sind sowieso froh, dass der Club dort weg ist. Es wird dort kein neuer Club reinkommen. Und das Gleiche wird auch bei uns passieren. Wenn wir weg sind, wird dort definitiv kein neuer Club mehr sein. Und das ist, glaube ich, das, was die Politik nicht verstehen will oder vielleicht auch versteht, aber ihnen die Konsequenzen nicht bewusst sind. Weil die Konsequenz ist ja eine ganz andere. Gehen die Leute oder können die Leute nicht mehr in die Nachtclubs gehen? Gehen sie auf die Spielplätze, sie gehen in die Parks, sie gehen dorthin, wo die Leute Eigentumswohnungen haben und werden natürlich dort nachts trotzdem ihre Partys feiern. Und das ist ja das, was ja eigentlich keine Stadt möchte, dass die Kids oder die Jugendlichen auf der Straße sind und dort Lärm machen. Oder schlimmer finden, oder die Jugendlichen finden ein anderes Ventil. Oder so, na klar. Ja, wie man es in anderen Städten mittlerweile auch mitkriegt. Richtig. Ich höre das von Kollegen auch, gerade im Frankfurter Raum zum Beispiel. Oder so, wo mittlerweile die Jugendlichen auch so frustriert sind, dass sie nicht was unternehmen können, dass die auf lauter blöde Gedanken auch kommen. Also wo es auch zu Vandalismus mittlerweile kommt und zu richtigen Gewaltausartung. Aber da ist jetzt wieder die Frage, Lazy, wie siehst du das? Also nimmt die Politik das alles in Kauf? Und warum nimmt sie es in Kauf? Ob sie das in Kauf nehmen? Sieht sie es einfach nicht? Ist sie zu weit von den Menschen entfernt? Gut, das ist ein Argument. Ja, man kann schon sagen, die sind zu alt, die verstehen das nicht, die vielleicht haben die keine Kinder, die sind zu abgeschottet, die sind zu weg vom das wirkliche Leben, um das zu verstehen, was für Probleme wir tatsächlich haben. Und das könnte ein Argument sein. Die nächste Argument könnte sein, ja, ist denen scheißegal. Wir machen das so. Könnte es auch gewollt sein? Die Spaltung zu verstärken? Ohne eine Verschwörungstheorie aufzumachen? Ja gut, es geht nicht ohne eine Verschwörungstheorie aufzunehmen, weil das ist wirklich denn weit weg von Realität.
Ja, und wenn man das überlegt, was getrieben wird und mit was es getrieben wird, ja, das ist ein Virus, die von, als Donald Trump gerne sagt, China. Es wird mit dieser Virus Sachen gemacht, die eigentlich nicht gemacht werden soll. Und wir sind die Leidtragenden. Wir müssen das tatsächlich jeden Tag irgendwie tragen, mit Maßnahmen, mit Mundschutz, mit alles drum und dran. Aber wir machen das, kein Problem. Ja? Ich mag das auch, wir alle an diesem Tisch machen das auch. Aber wo kommt die Unterstützung? Wer sagt Danke? Wo sind die Vorschläge für die Lösungen? Wie gehen wir damit um? Wie soll sich das verändern nach und nach? Richtig. Mehr wollen wir nicht. Wir wollen nur klares Antwort, ja, oder ein bisschen mehr Unterstützung oder vielleicht ein kleines Dankeschön. Einfach ein Symbol, dass man sieht, dass quasi wir wirklich Solidarität leben. Eben nicht nur Solidarität als Einbahnstraße von uns, dass wir alle mitmachen, sondern Solidarität eben dann auch von der Politik mit euch, mit uns. Ja. Genau. Und Sie haben gerade du bist Engländer. Ja, genau. Du hast gesagt, sie ist heute verboten an diesem Tisch. Genau. Weil du hast gesagt, dieser Spalt. Spaltung, ja. Diese Spaltung. Aber diese Spaltung wird die lange das wird, immer größer. Ja, weil man spricht schon wieder von Verschwörungstheorie und bla bla bla. Und man merkt, wenn man irgendwas Falsches sagt, der die eine nicht passt, wird dann gleich gehetzt. Ja, und gleich, na, es gibt eine, die sowas glauben und eine, die sowas glauben. Obwohl, wir sind alle in einem Boot. Und das verstehe ich nicht. Gar nicht, absolut nicht. Ich würde doch mal gerne Alexander. Ich wollte bloß gerade nur, weil ich das sehr, sehr richtig finde und sehr gut finde, was du sagst und auch was wir es auch gerade hatten, die Angst, so Angst von wegen, wie sich das entwickelt und wo letztendlich es hingeht, ob das jetzt nur die Angst von den Kulturschaffenden ist. Nee, ich finde, das sollte eigentlich die Angst von allen sein, dass die Kultur verschwindet. Weil das ist letztendlich das, was die Menschen im Moment am Laufen hält. Mhm. Wir Kulturschaffende. Alle, die von zu Hause irgendwas machen, um die Menschen noch zu unterhalten, um sie geistig und mental fit zu halten, um sie noch zum Nachdenken zu animieren. Genau. Genau. Und das wird einfach weggenommen. Wobei ich möchte an der Stelle noch mal einen selbstkritischen Gedanken einbringen, weil ich finde, durch die Krise, und das zeigt sich auch in anderen Bereichen, entsteht nicht nur Schlechtes, sondern auch Gutes und Dinge bereinigen sich. Und gerade in der kommerziellen Kultur ist es ja so, dass, das ist meine Empfindung, es teilweise auch echt übertrieben wurde. Also ich sag mal, Ticketpreise für ein Helene Fischer-Konzert von 100 Euro und in anderen Bereichen, je größer der Künstler, umso teurer, liegt darin möglicherweise jetzt auch eine Chance, tatsächlich mal wieder auf den Boden der Realität zu kommen? Ich glaube stark, ja, weil man kann nicht 0 auf 100, ja, man wird probieren, mal gucken, kriegen wir die Halle voll, kriegen die Halle nicht voll. Also unsere Experte kann besser artikulieren als ich. Und es wird erstmal dieser Risiko. Und dieser Risiko heißt nicht, wir fangen da an, wir würden dann niedrig und mal gucken. Das heißt dann, alle müssen mitmachen. Ja, weil wir sehen, Wirtschaft ist am Boden. Das heißt, alle sind am Boden, dann müssen wir dann gemeinsam das wieder auf ein anderes Level. Ja, und es wird dieses Zwei-Tier-Gesellschaft. Ja, dieser Künstler kriegt so viel, weil er, und dieser kriegt so viel, weil der ist nur am Ecke. Das wird es nicht mehr geben. Es wird erstmal, meiner Meinung, erstmal muss sich da erstmal finden. Und dann können wir gucken. Und zwar in allen Sparten. Sowohl bei den super hoch angesiedelten als auch bei den kleinen. Dass man auch mal sieht, was die eigentlich auch leisten. Genau. Und wie niedrig die eigentlich sind, von was die leben mussten die letzten Jahre. Ja.
Ja, und das heißt, dann kommen wir auf dein Thema Respekt. Respekt und Anerkennung. Genau. Mhm. Sebastian, ich würde von dir noch gerne zum Schluss dieser These als politischer Vertreter sozusagen hören. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie du es machen würdest? Also wie würdest du jetzt im Moment gerade das Geld verteilen? Anders. Also erstmal, um auf den Punkt kurz nochmal zurückzukommen. Ich habe die Hoffnung, dass es so ist, wie ihr beiden sagt. Ich glaube aber nicht, dass es so sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass es genau andersrum sein wird, weil es werden jetzt viele Clubs sterben. Das heißt also auch Angebot-Nachfrage, da sind wir wieder beim Kapitalismus, verschiebt sich. Und das heißt, es gibt einfach die Künstler, die großen Künstler, die überall spielen möchten, die werden natürlich dann auch andere Preise aufrufen, weil einfach die Exklusivität viel mehr geben müssen auch. Und das, denke ich, wird wieder das große Problem sein. Und ich glaube auch viele Clubs, viele Festivals sehen natürlich da einfach auch diesen Gedanken, ich muss dieses Jahr aufholen, ich muss den Verlust aufholen, was natürlich wirtschaftlich auch sinnvoll ist. Aber aus menschlicher Sicht und auch aus wenn man da wirklich darüber nachdenkt, weiß man einfach, das, was jetzt verloren ist, wirst du nie wieder aufholen. Und das, da kann ich wirklich nur jedem Festivalveranstalter, jedem Clubbesitzer, allen nur raten, auch wirklich sich damit abzufinden und halt dann auch einfach positiv in diese neue Chance zu gucken und auch diese Herausforderung anzunehmen, weil ich glaube, dann können wir auch eine solide, eine gute Veranstaltungswirtschaft in Deutschland wieder auf die Beine stellen. Sonst vernichten wir uns noch selber. Richtig, genau. Kommen wir zur vierten These des heutigen Abends. Eine zu deutliche politische Positionierung wirkt sich zunehmend karriereschädigend aus. Das haben wir ja heute immer mal wieder angesprochen. Lazy, hast du eine Idee, an welchem Punkt es gekippt ist, dass man quasi das Gefühl hat, man kann seine Meinung nicht mehr so frei äußern, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war? Also ich würde gehen auf ein paar Monate, weil das Ding ist, jeder hat eine Meinung und diese Meinung wird stark vertreten. Und man ist dann, also das Problem ist, ich sehe das, was das Problem ist, Internet, Facebook, alle diese Medien. Ja, und man ist anonym, man kann schreiben und denken, was sie wollen. Ja, und wenn diese Meinung der andere nicht gefällt, dann schreibt er dann ein böses Brief und auf einmal hast du dann 10.000 böse Kommentare, weil der damit angefangen hat. Ja, das ist ein Ding, man muss dann vielleicht überlegen, was man sagt oder vorsichtig ausdrucken oder gebildet ausdrucken. Weil wenn man sich bildet ausdrucken, ja, dann gibt es ja kein Argument. Ja, das kenne ich auch persönlich. Ich habe irgendwas gesagt, ich kann mich nicht erinnern, was das war, aber da muss ich dann mit Fakten kommen. Ja, ich habe genug Fakten gebracht, dass sogar die Leute gesagt haben, da hast du recht, da hast du recht, da hast du recht. Und derjenige, der dieses Blödsinn gesagt hat, habe ich dann ein paar Stunden später ein Freundesrequest bekommen. Ja, es ist dann man kann das nicht für jeder machen. Ja? Man muss dann irgendwie als Künstler sagen, weil wir leben vom das Geistige. Wenn das Geistige kaputt wird von irgendeiner Blödsinn, dann steckt man zurück. Ja? Und dann sagt man ganz einfach, okay, gut, lieber schreibe ich nichts. Aber das ist der Punkt. Du hast das Gefühl, du musst dir halt schon auch genau überlegen, was du schreibst oder sagst. Man muss. Ich stehe im Vordergrund. Ich habe einen Zielscheibe. Öffentlicher Mensch. Öffentlicher Mensch. Ja. Und wenn ich da nicht sage, was die Leute hören wollen, dann bin ich dann gleich, was weiß ich, Idiot, Arschloch oder Verschwörungstheoretiker. Ja. Und da, wenn ich dann eine Meinung habe, dann muss ich meine Meinung ausdrücklich, vernünftig, klar und mit Fakten unterstützt bringen. Oder sage ich gar nichts. Und das ist jetzt im Moment, wie es ist.
Aber es, ja, eben, ich habe ja ganz kurz auch mal so einen kurzen Lacher gehabt, so zwischendrin, als du gesagt hast, derjenige, der dir auch dann so eine Mistnachricht geschrieben hat, ja, dass du kurz danach, dass er dir eine Freundschaftsanfrage quasi schickt. Das ist aber genau diese Anonymität. Das ist genau dieses, in einem normalen Gespräch würde ich nicht sagen, ey, du bist ein Depp. Genau. Und kurz danach sage ich, ey, wollen wir mal was trinken gehen? Ja, da würdest du mir einen Vogel zeigen. Ja. Aber es ist genau das. Der Umgang im Internet ist so anonym, dass die Leute gar nicht verstehen, was sie damit anderen Menschen entgegenschmettern, wenn sie einfach irgendwelche Kommentare loslassen, die nicht mal überlegt sind oder die nicht konstruktiv sind. Wir alle haben ja nichts gegen konstruktive Kritik. Ich glaube, da sind wir uns alle vier einig. Ja, das ist überhaupt das Wichtigste, konstruktiv eben miteinander genau, zu sprechen. Genau, richtig. Aber über die Sache und nicht über den Menschen. Genau das, ja. Und damit kann man dann auch was anfangen. Das kann man verarbeiten und entweder man kann sagen, ja, sehe ich auch so oder stimmt, du hast recht. Oder nee, aber so wie ich es mache, finde ich es richtig. Dann gehen die Meinungen halt auseinander. Ja. Aber das ist eine Diskussion, ein Austausch. Ja. Aber dieses, dass die Menschen sich in den sozialen Netzwerken negativ und zwar unter äußerster Kanone teilweise über Menschen, andere Menschen äußern, und dass damit keine Konsequenzen verbunden sind. Wenn ich sowas irgendwo öffentlich machen würde, da hätte ich ja Angst teilweise, dass ich eins auf die Nase kriege von denen. Ja, das stimmt. Und dieser Gedanke, der einfach nicht dran ist, was man Menschen damit auch antut, dieses Bewusstwerden, das müsste viel mehr da sein. Das müsste viel mehr von den Leuten mal entgegengeschmettert auch werden. Hey, wenn ich was sage, dann muss ich schon überlegen, was ich sage und nicht einfach versuchen, einen Menschen in Grund und Boden zu schlagen. Aber kommt dieser Druck tatsächlich eher über die Kommentare oder kommt er nicht in dem Fall dann auch über die Medien? Also eben das Karriereschädigende kommt ja eigentlich über die Medien. Also es gibt ja Kollegen, ich sag mal jetzt, Xavier Naidoo ist so ein Beispiel. Es ist beides. Der war ja plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ja, es ist beides. Die Presse schreibt irgendwas, irgendjemand schnappt das auf und will mal damit sagen, er weiß es besser. Ja? Derjenige, der das zuerst geschrieben hat, also zum Beispiel Xavier Naidoo, ja? Ob das seine Meinung ist oder ob das Fakt ist, das ist, kann man nicht wissen. Man muss erst mal überlegen, gucken. Es gibt immer mehrere Seiten zu einer Geschichte. Und wenn die Presse oder Medien einfach sagen, ey, der spinnt, Xavier Naidoo, der spinnt, der sieht Geister oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, aber es kommt nicht von derjenige, der meinte, okay, ist ein Idiot. Es muss von irgendwas kommen, es muss eine andere Quelle sein, ja, von alleine. Wie oft hast du das auch erlebt, dass quasi über dich was in der Zeitung zu lesen war, aber man dich gar nicht gefragt hat? Nee, gar nicht. Es gibt so, Xavier Naidoo zum Beispiel, der ist ein politisch arrangierter Künstler, der sich politisch ausdrückt. Ja? Ich singe vom Coco Jumbo. Ja, also gut, ich höre sich blöd an, aber ich singe vom Coco Jumbo, die fiktiv ist und Spaß macht. So, wenn ich irgendwas sage, ja, die Hälfte der Leute, die meine Musik gut finden, die lesen das gar nicht. Ja, und daher bin ich da, ich habe die Angrifffläche ist kleiner als bei einem Xavier, der sich politisch arrangiert. Ja, also von daher, gut, ich kriege die eine oder die anderen, aber ich weiß ganz genau, wie ich damit umgehen. Ja, entweder ignoriere das, mache ich den weg, oder schreibe ich so viele Fakten rein, dass derjenige, der das geschrieben hat, muss mal überlegen, was ist das denn für einer? Treibt der das selber? Ist der das wirklich? Und ist okay. Ja, aber es ist irgendwie blöd, dass, weißt du, also für 2 Jahre wäre das kein Ding. Aber jetzt im Moment, wo wir eigentlich alles zusammen, ja, ist irgendwie nicht richtig.
Macht dich das nachdenklich, Sebastian? Ja, ich finde einfach, wenn man sich die sozialen Medien anguckt, es wirkt einfach so, als wenn die Menschen den Respekt voneinander verloren haben. Als wenn es nur noch darum geht, Aggressionen rauszulassen, nur noch andere Menschen zu beleidigen. Wenn sie anders denken, wenn sie andere Ideen haben, anders handeln, sie dafür öffentlich an den Pranger zu stellen, weil es halt auch einfach durch die Anonymität so einfach ist. Mhm. Aber ich finde halt einfach... Um Ratings. Um Ratings, genau. Um Klicks, genau. Ja, ne? Eine ganz simple Art und Weise. Richtig. Und man hat, glaube ich, einfach auch vergessen, sich in den anderen Menschen hineinzuversetzen, was man in einem persönlichen Gespräch hat. Wenn wir uns unterhalten, wir gucken uns an, wir sehen, wie der andere reagiert, wie seine Gestik ist. Mhm. Das ist ja alles in den sozialen Netzwerken nicht mehr gegeben. Und da kann ich einfach irgendwas hinschreiben und es fällt ja auch leicht, sowas zu schreiben, was ich persönlich, wie du schon gesagt hast, nicht sagen würde. Und das ist eigentlich so schade, weil eigentlich soll das ja eine gute Erfindung sein, das Internet und die sozialen Medien, die sollen uns ja auch weiterhelfen und weiter voranbringen. Aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass diese sozialen Medien eigentlich viel, viel mehr in der Beziehung, in der zwischenmenschlichen Beziehung kaputt macht. Mhm. Aber liegt das vielleicht auch grundsätzlich an der Angst, die die Menschen im Moment haben? Weil Angst distanziert ja, Angst macht auch verzweifelt, wütend. Also ist das möglicherweise auch ein Grund? Es ist eine Mischung aus daraus, aber es ist natürlich eine Mischung auch einfach aus diesem... dass wir immer das Gefühl haben müssen, wir müssten unzufrieden sein. Also ich meine, wenn man bedenkt, die Menschen sagen immer, sie sind unzufrieden, aber wenn man mal wirklich ganz ehrlich in sich hineinguckt, also jetzt vor der Corona-Krise, muss man dazu sagen, ne? Uns ging es doch gut. Also wir leben in einem sicheren Land, wir haben eine Demokratie, uns geht es gut. Also es gibt Länder... Nahrungsmittelangebot. Genau, ein Nahrungsmittel. Genau, ja, ne? Wir können frei rausgehen, wir können überall hingehen, richtig. Wir können uns mit jedem Menschen treffen. Und das ist das, was mir so einfach fehlt, dass wir, wenn es irgendwann wieder normal ist, wir wieder geöffnet haben, alle wieder Spaß haben, dass wir einfach viel mehr zu schätzen wissen, was wir eigentlich haben. Und darauf sollten wir auch stolz sein. Und das ist das, was ich halt momentan nicht sehe. Es geht eigentlich nur noch um Feindbilder. Da wird dann Xavier Naidoo genommen. Da werden aber auch viele andere Leute genommen, die in der Öffentlichkeit einfach ihre Meinung sagen, die vielleicht auch nicht dem Mainstream entspricht. Mhm. Ne? Und ich finde, aber es ist doch völlig okay. Und es ist doch, ich bin doch groß, ich bin alt, ich kann lesen. Ich habe doch die Möglichkeit, mich in diesem Bereich auch zu bilden. Und dir eine eigene Meinung zu bilden. Und genau. Etwa sage ich, Xavier Naidoo, gibt zwei Punkte, da gehe ich mit. Gibt vier Punkte, da gehe ich nicht mit. Ja. Aber es muss respektvoll sein. Und das ist das, was mich am meisten stört. Da wird ein großartiger Künstler, und das ist Xavier Naidoo ohne Frage, wird öffentlich an den Pranger gestellt und es wird seine Karriere zerstört, weil er vielleicht einfach eine andere Meinung hat. Und das finde ich, das geht nicht. Das darf nicht sein. Alexander, Karriereschädigung. Hast du dir da jemals Gedanken drum gemacht in Bezug darauf, was du so sagst in der Öffentlichkeit? Politisch. Politisch. Und so. Natürlich, man ist schon, gerade wenn man so in der Öffentlichkeit auch steht, als öffentlicher Mensch, öffentliche Person, wie es ja dann auch immer heißt, ist man natürlich schon am Überlegen, weil man hat auch natürlich irgendwo eine gewisse Vorbildfunktion. Natürlich, es hängt auch davon ab, in der Größenordnung, wie du gesehen wirst und so. Schauspiele, die natürlich im Fernsehen öfters gesehen werden und so, die werden natürlich groß landesweit gesehen und so. Aber Schauspieler, die dann auf den Karl-May-Bühnen, ich weiß, bei Karl-May ist es auch ein ganz großes Thema, wo wir dann auch immer wieder Reporter, gerade Fachreporter von den verschiedenen Zeitschriften auch bei uns haben, wo wir uns mit denen auch drüber unterhalten, dass es immer noch jedes Mal, man ist ein Vorbild, man hat eine Vorbildfunktion und man auch das Publikum, gerade die älteren Generationen, die Karl May halt natürlich mehr kennen, aber auch die bringen ihre Enkel mit und für die ist man dann auch Vorbildfunktion. Ich weiß noch, wir hatten eine politische Diskussion in Burgrieden einmal, wo wir ganz klar auch unterbunden haben, dass bestimmte rassistische Ansichten, die da mal von vereinzelten Menschen rauskamen, dass das von unserem Regisseur ganz klar nicht unterbunden wurde, sondern dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, Leute, ich finde es in Ordnung, wenn ihr meint, ihr müsst diese Meinung vertreten, könnt ihr das machen, aber dann überlegt euch doch bitte, bevor ihr dann auch nochmal soziale Medien etwas postet zu diesem Thema,
ob ihr das im gleichermaßen posten wollt von einem Stück, Karl May, wo er mitspielt, wo es um Völkerverständigung geht und um Kampf Cowboys und Indianer und um Rassen, teilweise Rassenhass und so, wo ich mir denke, ja, er hat absolut recht. Es ist das Nachdenken, dass die Menschen nicht mehr nachdenken darüber, was sie dann alles schreiben und posten, gerade auch in den sozialen Medien. Und ich finde, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, man überlegt sich schon natürlich, was man sagt oder wie man es sagt. Ja, aber ich höre mir super gerne auch Meinungen von anderen Kollegen an oder so, weil mich das auch weiterbringt, weil mich auch eine andere Ansicht dann wieder zum Nachdenken animiert und ich mich hinterfrage. Ja, stimmt das für mich noch oder nee, vielleicht ist da doch was Wahres dran. Ja, das ist der Unterschied zwischen einem Intellektueller und einer, der gelernt hat. Ja, ein Intellektueller ist jemand, der sich weiterbildet. Ja, er ist bereit, seine Ansicht, was er gelernt hat, zu fusieren mit das, was er gerade gelernt hat und weiter Fragen zu stellen. Genau, zu reflektieren und zu überdenken. Genau, auch. Genau, ja. Genau. Guter Punkt. Ja. Ja. Na, ich frage mich einfach die ganze Zeit, und darüber haben wir auch schon mal zu Beginn der Sendung gesprochen, woher kommt grundsätzlich aber die Angst, sich jetzt bei so einem großen Thema vor die Kamera zu stellen und eine Meinung zu äußern, die dem Mainstream vielleicht in diesem Fall nicht gefällt. Also es gibt ja Leute wie Sky Dumont zum Beispiel, der Schauspieler, der hat jetzt ein Interview auch mit Professor Bhakti gemacht. Also es gibt ja so vereinzelt Schauspieler, Sänger, die das tun. Aber es ist sehr, sehr ruhig in dieser Szene. Und also ich nehme das fast als so eine Angststarre wahr. Ist es stellenweise auch. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass sich viele gerade, ich sag mal, je jünger oder je, wie soll ich sagen, je eher sie jetzt gerade frisch aus der Akademie kommen oder so oder gerade gelernt haben oder frisch jetzt ins Leben starten, egal jetzt, ob es der Künstler ist oder ob es jetzt der Normalmensch ist mit einem Job oder Ausbildung oder ins Studium geht. Ja, also gehen wir jetzt nochmal vom Künstler aus. Derjenige, der von der Schauspielakademie kommt, was möchte der? Der möchte auf die Bühne, der möchte erstmal spielen, der möchte Erfahrung sammeln, der möchte auch gesehen werden, natürlich, sonst würde man diesen Beruf nicht ergreifen. Aber, und da ist, natürlich ist da die Angst groß, dass, womit verbaue ich mir das? Ja, und je mehr man eigentlich lernt, das zu wertschätzen, erstens, was man selber schon weiß, was man gelernt hat, was man schon auf die Bühne gebracht hat, gegebenenfalls, oder was ich von meiner persönlichen Meinung her vertreten kann, auf die Bühne zu stellen, desto mehr, finde ich, bin ich jetzt auch zum Beispiel aus meiner Position, dass ich sagen kann, ja, wenn jemand eine andere Ansicht ist, bitte gerne. Lass uns auch gerne drüber diskutieren. Also, und überzeugt mich gerne vom Gegenteil. Also, Es spielt dann vielleicht auch eine Rolle, dass man sich diese andere Ansicht leisten können muss. Also sprich, sind wir da wieder beim Geld. Also ich glaube, Sky Dumont hat in dem Zusammenhang gesagt, ich bin alt, ich habe genügend Geld, ich habe ausgesorgt, mir ist das irgendwie völlig egal. Zum Beispiel auch. Stellungswert. Ja, wenn er einen höheren Stellungswert und er das leisten kann, ja, gut, kein Problem. Ja, und also ich gehe davon aus, dass Xavier das tragen kann. Das ist gar kein Problem. Er ist einer der Größten, wird immer der Größte sein, weil es geht um seinen Geist und nicht, was er sagt. Ja, und eventuell werden die Leute schon merken, vielleicht hat der Recht, vielleicht hat er kein Recht, ist er im Unrecht. Aber weil er so ein einfacher, genialer Künstler ist, irgendwann können die ihm verzeihen. Ja, wenn ein Mr. President sowas sagt, ja, weiß ich nicht, ob das erstens ankommt, ja, ob ich mir das leisten möchte, gut, habe ich schon gemacht, ja, es geht mir nicht um irgendwie irgendwas außerordentlich gravierend gegen das Strom zu sagen. Und so, ich kann schon, wenn man sowas, dieser Mittler nehmen, ja,
die meinen, was verlieren zu haben, kann ich auch verstehen, warum die das nicht mitmachen. Das ist die größte Angst. Die haben schon lange nicht mehr gearbeitet. Die wahrscheinlich große Pläne für die Zukunft haben. Und natürlich wollen die das nicht verbauen. Und daher kann ich verstehen, warum dieser Andrang auf diesen Tisch da ist. Ja, weil ich glaube, wir hätten viel mehr Leute haben können, die keine Angst haben, um irgendwas zu äußern. Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, also das wird sich entwickeln. Ich glaube, das passiert dadurch, indem wir das machen, und das wird sich dann auch irgendwann ändern. Es müssen immer einige anfangen, mutig zu sein. Und ja, der Effekt ist davon, wenn einer mutig ist, dann werden auch andere das ist, mutig. Das ist meistens der Fall. Aber die mehr Informationen, finde ich, die rauskommen, die mehr die Leute das begreifen und verstehen und, okay, gut, das und das und das, das ist der Grund, alles klar, gut. Ja, dann vielleicht ein Monat oder wie auch immer, ja, mehr Information ist dann raus, die Leute wissen, alles klar, gut, ja, warum habe ich denn Angst gehabt? Ja, vielleicht dann. Jetzt im Moment ist es ein bisschen zu heiß. Unsere Sendung heißt ja Kultur, Gesellschaft, Demokratie, und in diesem Zusammenhang auch zu dieser These, und ich habe es auch eingangs schon mal gefragt, also wie demokratisch sind wir denn dann noch im Moment, Sebastian? Also das ist genau der Punkt. Meinungsfreiheit ist eines unserer wichtigsten, höchsten Güter, die wir hier in Deutschland haben, und dementsprechend sollte es auch jedem möglich sein, respektvoll seine Meinung kundzutun. Und wenn ich eine andere Meinung habe als der Gegenüber, dann ist das völlig in Ordnung. Und darüber sollten wir nicht diskutieren. Aber ich kann die Angst verstehen. Natürlich ist es schwierig, wenn ich mich gegen meinen Bürgermeister ausspreche, wenn ich mich gegen gewisse Politiker ausspreche, weil ich einfach anderer Meinung bin. Und wenn man dann natürlich noch in der Öffentlichkeit steht, wo man natürlich auch angeschaut wird, wo man angeguckt wird, wo die Leute mit dir ins Gespräch kommen, dann hast du natürlich einfach auch ein gewisses Standing. Und dass das nicht überall gern gesehen wird und dass jeder dann Juhu schreit oder möchte diskutieren oder hat eine andere Meinung, ist natürlich nachvollziehbar. Aber es ist unser höchstes Gut, und das sollten wir auch nutzen. Aber es muss halt auch, wenn wir eine Meinung vertreten, müssen wir natürlich auch argumentieren können. Und das ist das, was ganz oft nicht getan wird. Es wird einfach eine Meinung öffentlich gemacht, es wird einfach dazu Stellung bezogen, aber es wird nicht in die Tiefe gegangen. Und diese Oberflächlichkeit, das ist ja das, was uns diese Probleme bereitet, dass diese Diskussionen, die dann auch beleidigend werden, stattfinden. Weil ja, es wird ein Frame aufgemacht. Also genau. Ich meine, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat gerade von Covidioten gesprochen. Also ja, ich bin SPD-Mitglied, aber es heißt nicht automatisch, dass ich alles gut finde, was in der SPD passiert. Und das ist ja auch eins dieser Probleme. Ne? Ich kann nicht, wenn an einem Wochenende so eine Veranstaltung stattfindet, kann ich sie als Covidioten bezeichnen. Bei Black Lives Matter stelle ich mich hin und sage, super. Also, und das ist genau dieses, was mich an der Politik ja immer stört. Ich habe immer das Gefühl, man ist wie so eine Schlange. Man guckt, welcher Politiker will noch Karriere machen, das erkennst du an seinen Äußerungen, wo er sich äußert und wo er sich zurückhält. Und du hast halt ganz oft das Gefühl, dass einfach auch Themen, die schwierig sind, werden totgeschwiegen. Und Themen, wo man einfach drauf losschlagen kann, wird auch getan. Und das ist genau dieser große Fehler, den diese Politik macht. Und das ist auch der Grund, warum in den letzten Jahren sich immer mehr von diesen großen Parteien auch abwenden. Weil man einfach das Gefühl hat, es geht nur noch um Posten, es geht um Karrieren. Es geht nicht mehr darum, Werte zu vermitteln. Und es geht auch nicht mehr darum, wirklich das Volk zu vertreten. Und das ist ja auch der Grund, warum ich damals in die SPD eingestiegen bin. Weil ich eigentlich genau das noch machen wollte. Für mich war es wichtig, dass Politiker die Bürger vertreten und sich auch die Probleme und die Sorgen der Bürger auch annehmen und man ins Gespräch geht und diese Basis, von der sie immer alle sprechen. Ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, dass ganz viele Politiker meilenweit davon entfernt sind und gar nicht wissen, was eigentlich in der Basis überhaupt los ist. Ja, weil das Problem ist, wir haben keine reine Demokratie. Wir haben eine Demokratie, entweder Sozialismus, die es wahrscheinlich wird in der Richtung gehen, oder ein Demokratie-Kapitalismus. Ja, und das ist dann gefährlich, weil die beiden passen nicht.
Ja, weil wenn es wirklich so diese Demokratie, Kapitalismus, die eigentlich nicht zusammenpassen, denn die, die unten sind, bleiben unten, wo nie hochkommen. Ja, wenn man redet von einem Demokratie-Sozialismus, würden keine von uns die Chance haben, hochzukommen, weil es wird dann alles von oben regiert. So, das ist irgendwas, was wir eigentlich wir müssen auch vorsichtig und versuchen, denn diese reine Demokratie wieder zu gewinnen. Das heißt, es ist wichtig, dass jeder Einzelne von uns sich einbringt. Na, natürlich. Und man darf nicht, wenn an die Demokratie, das heißt, denn wir müssen uns eigentlich alle bei den Händen greifen und sagen, okay, komm, wir machen das durch, wir gehen durch, wir machen das ganz einfach. Ja, wenn die Leute meinen, okay, Kapitalismus, also, Demokratie, Sozialismus, ja gut, bye bye. Oder Kapitalismus ist auch die gleiche Richtung. Wir brauchen die reine Demokratie wieder zurück. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um über die fünfte These zu sprechen. Und die heißt, wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint manchmal, dass alles verloren ist, doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an. Ein möglicher Neuanfang. Ist das für dich eine Option? Also ist das was, also wo du dich schon mit beschäftigst, oder sagst du, nein, es wird sich wieder alles beruhigen und es geht so weiter wie vorher? Nee, ich bin immer für was Neues. Ja, als Künstler kennt mich, die Leute kennen mich, also ja, Coco Jumbo und alle die gleiche Songs aus dem 90er, aber ich bin ja jemand, der immer mich in Bewegung, so ich bringe immer was Neues. Ja, und jetzt ist die Zeit, wo ich sagen kann, okay, gut, dann mache ich dann, finde ich mich neu, versuche ich mich ein bisschen neu zu verstalten, oder fange ich ein neues Projekt an, ja, wo ich sagen kann, okay, gut, das ist, ja, haben wir schon gemacht, lass uns mal was Neues anfangen, dieses Mal, das muss dann wirklich vom hier drin Geist und alles drum und dran rauskommen und versuche ich mir, also nicht mehr, aber ein Projekt, wo ich da nicht gerade zu sehr verbunden bin. Sebastian, Plan B. Wie sieht der aus bei dir? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Nein, derzeit nicht. Aber das habe ich auch eingangs schon mal gesagt. Das ist ja das Problem derzeit. Uns wird nicht gesagt, ob und wann wir wieder öffnen dürfen. Und das macht es natürlich auch für uns so schwierig zu sagen, okay, wir schmieden einen Plan B. Und deshalb gibt es für mich derzeit noch keinen. Ich weiß, dass ich mir in nächster Zeit darüber Gedanken machen muss und auch Gedanken machen werde. Aber wir haben es, wie gesagt, wir haben es gerne gemacht, was wir tun. Also es ist, dadurch ist es natürlich noch umso schwieriger loszulassen. Es ist, ihr steht gerne auf der Bühne. Wir wollen nichts anderes. Wir wollen das, was wir vorher gemacht haben, möchten wir auch danach wieder machen. Und wir möchten keinen Plan B, keinen Plan C oder einen Plan D. Wir möchten Plan A. Und da möchten wir einfach nur Verständnis für, da möchten wir einfach Unterstützung für. Und wir möchten einfach, dass man mit uns ins Gespräch geht. Und ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Alexander, dass aus einer Krise was Großes entstehen kann, das ist ja nicht neu. Hast du dir Gedanken gemacht, dich schon neu zu erfinden? Nicht neu zu erfinden, sondern zu gucken, was aus dem Ganzen entstehen kann. Mit allen Erfahrungen, die man jetzt wieder dazu gekriegt hat, alle Erfahrungen, die ich, wo ich festgestellt habe, das habe ich vorher leider für selbstverständlich genommen oder so, wie der Kontakt zu guten Freunden, wie das Spielen auf der Bühne, ja, vor Publikum zu sein und zu spielen, dem Publikum was mitgeben zu können oder das Publikum auf eine Art und Weise zu erreichen. Auch im Rampenlicht stellenweise zu stehen, natürlich. Man sagt immer so schön, schöne Floskel aus dem künstlerischen Bereich, dass der Applaus des Publikums ist das Essen, ist das Brot des Künstlers. Gebe ich natürlich bedingt weit recht. Normales Brot braucht der Künstler aber auch. So mit Geld und so. Nee, aber ich finde es einfach faszinierend, was da auch draus entstehen kann,
Wenn man aber auch offen, und das gilt aber auch für alle, die davon betroffen sind, egal jetzt ob Künstler oder Veranstalter, Technikfirmen, es sind ja unglaublich viele. Absolut, absolut. Also alle, sowohl im künstlerischen als auch im normalen Lebensbereich schaffende Menschen. Wenn du offen dafür bist und sensibel damit umgehst, mit den Sachen, die du erfährst jetzt über diese Krise, was dir bewusst wird wieder, dann können daraus großartige Sachen entstehen. Man kann alles machen. Man kann alles machen. Du kannst alles erreichen, ja, wenn du es möchtest. Wenn du es möchtest. Ist jetzt alles und hier und alles hier. Genau. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Lazy. Das quasi dieser, also jetzt ist auch die Zeit für den Blick nach innen. Du bist ja auch ein sehr spiritueller Mensch. Also ganz so spirituell nicht, aber ich bin ja schon ein spiritueller Mensch. Und ich merke, in letzter Zeit bin ich sehr, sehr viel in mich gegangen. Ich habe meine spirituelle noch mehr entdeckt. Und ich habe gemerkt, ich habe ja eigentlich keine Grenze. Ja, und warum soll ich mich denn, weil das Leben, was ich vorher gelebt habe, war nur noch Stress. Vom einen Termin zu den anderen, hier, das muss ich, hier muss ich das machen, bla 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 bla. Habe ich auch zwei Kinder zu Hause, Hund und Frau, Familie, was weiß ich. Und das muss auch bewältigt werden. Und, schön gesagt, bewältigt werden. Ja, aber ich hatte eigentlich gar keine Zeit für mich. Ja, jetzt in der Krise habe ich gemerkt, jetzt habe ich die Zeit. Ich will was anderes probieren. Ja, und da habe ich diese Zeit genommen, in mich gegangen. So, meditieren und bla 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 habe ich noch nie gemacht. Ja, habe ich das erste Mal versucht zu meditieren und wirklich dann diese spirituelle Connection mit anderen Menschen zu suchen, und habe ich auch gefunden, und habe ich gedacht, wow, the sky is, ich habe immer the sky is the limit. Nein, the sky is not my limit. Es geht viel weiter. Das heißt, das Limit ist eigentlich nur im Außen. Im Innen gibt es kein Limit, oder? Im Innen gibt es kein Limit. There is kein Limit. Du sollst dich eigentlich nicht limitieren. Ja, und da habe ich gesagt, oh, weißt du was, ich schreibe ein Hip-Hop-Album. Gut, ich bin mit Hip-Hop gewachsen, aber ich habe noch nie Hip-Hop produziert. Ja, und in, was weiß ich, 2 Wochen habe ich 20 Songs. Ja, habe ich dann meine Jungs und Mädels in Amerika geschickt. Was hältst du davon? Yeah, where'd you get that from, man? That's cool shit. I want to rap on it. Auf einmal so, ja, und es gibt keine Grenzen. Ja, die einzige Grenzen, die man hat, ist die man selber macht. Die man sich selber setzt. Genau. Der Mensch ist, was er denkt. Genau. Vergiss nicht DJ. Ah, ja. Das ist ein neues Projekt, online. Was wir haben. Online-DJ. Am Tisch schon für die Zukunft. Das wird natürlich in deinem Club zu Genau, sehr gern. Genau. 90er, bin dabei. Also das ist ja auch was die Krise ja tatsächlich zeigt. Ne? Dass man das Kulturschaffende, trotzdem branchenübergreifend, auf einmal viel dichter zusammengerückt sind. Es werden neue Projekte werden ins Leben gerufen, neue Ideen entstehen einfach. Und das ist wirklich das, was ich sagen muss, was ich mir einfach nur hoffen kann, dass das auch nach der Krise beibehalten wird. Dass auf einmal Menschen anfangen, wieder miteinander zu reden, aus unterschiedlichen Branchen anfangen, miteinander zu arbeiten und so neue Ideen entwickeln können und neue Projekte ins Leben gerufen werden, die einfach Spaß machen und die vielleicht auch unseren Zuhörern, unseren Zuschauern in den Clubs, bei den Konzerten, auf der Bühne, einfach auch das vielleicht auch gut finden, was dort Neues entstanden ist. Und das ist vielleicht auch eine dieser Chancen, die das wirklich mit sich bringen kann. Ich glaube schon, weil ich habe vorher bei dem letzten Gespräch das Wort Revolution genommen. Ne? Und ich habe gesagt, ist ein Wort, die ich gerne nicht in den Mund nehme. Ja? Aber doch, ja, nehme ich doch in den Mund und sagen, es wird eine spirituelle Revolution stattfinden, wo die Leute müssen oder wird gezwungenerweise miteinander zu kommunizieren in ein ganz anderer Weg. Ja, und die Menschen, also weil wir sitzen an dieser Tisch, wir kennen uns gar nicht. Ja, aber auch dieses Projekt ist übrigens so eine Chance der Zukunft, die sich ergeben hat aus der Krise. Also auch Fair Talk, ich muss da jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung machen, ist natürlich auch nur deswegen möglich geworden. Ja,
Und wir kennen uns gar nicht, aber irgendwie, weil ich spüre, jeder von euch, und es ist irgendwie, weil ich habe gesagt, ja, kenne ich dich denn? Nö, habe ich noch nie kennengelernt. Genau. Okay. Wir beiden, wir haben uns fast getroffen, kennengelernt. Und es ist, ja. Und ich habe dich oft im Radio gehört. Ja, aber ich finde, es ist, wenn ich sage, eine spirituelle Revolution, wir haben jetzt Zeit, uns aufzumachen und jeder einzuladen und gucken, okay, wie, was ist, ja, und neu kennenzulernen. Und ich finde, es ist eigentlich auch, wenn man es so betrachtet, auch eine künstlerischere Revolution. Auf jeden Fall. Weil, wie schon gesagt, dieses Connecting untereinander, branchenübergreifend in jedem künstlerischen Bereich, auf einmal welche Leute du kennenlernst, auf einmal, wo du vorher gedacht hast, habe ich noch nie gesehen oder nie gehört oder so. Das ist ein Wahnsinn, wie viele neue Leute auf einmal ins Leben treten. Richtig, ja. Trotz, dass man nicht vor die Tür konnte und so, aber trotz allem, man trifft neue Leute im künstlerischen Bereich, wo man sich miteinander verbunden fühlt, wo man am selben Bereich arbeitet, ja, und wo man gemeinsam aber den Spirit quasi findet, gemeinsam an etwas zu arbeiten, was man gemeinsam schaffen kann, schaffen möchte und was wir uns für die Zukunft wünschen. Ja, und es entstehen auch unglaubliche Netzwerke gerade mit Menschen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Also genau. Das ist mein Gefühl, man trifft Menschen, die man zum ersten Mal trifft, und trotzdem stimmt gleich die Chemie. Ja, weil weil man sagt das ganz leicht, Wellenlänge ist eine Frequenz. Ja, und bevor die Krise haben wir auf die falschen Frequenz gearbeitet. Ja, jetzt, dass diese Frequenz ein bisschen gedämpfter ist, ja, spüren wir einander. Ja, weil wir müssen nicht gegen diese Frequenz mal kämpfen, und man öffnet sich. Natürlich, es gibt auch Leute, die auf eine andere Frequenz sind, aber irgendwann mal kommen die dann wieder runter. Ja, und wie gesagt, ich finde, es ist eine ganz neue Zeit, und diese neue Zeit müssen wir mit beiden Händen greifen und willkommen, und schaffen wir dann diese große neue Welt. Lazy, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Oh, danke. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei dieser Runde bedanken, bei Alexander Barb. Alexander, danke für deine Teilnahme hier, bei Sebastian Glanz. Herzlichen Dank, Sebastian. Und last but not least, bei Lazy, aka Mr. President. Und in Präsidenten muss man ja eigentlich sitzen. Also ich danke Ihnen für Ihr Kommen heute. Thank you. Ja, yeah. You're welcome. Und euch danke ich fürs Zuschauen. Und ja, ihr wisst, dieses Projekt, wie gesagt, braucht eure Unterstützung, auch eure finanzielle Unterstützung. Wir haben hier keine großen Sponsoren, sondern wir haben das hier alles aus freien Stücken auf die Beine gestellt. Und von daher freuen wir uns über die Unterstützung durch euch. Wir freuen uns auch über eure konstruktiven Kommentare zu dieser Sendung. Dankeschön an die Runde. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Danke. Danke. Tschüss. Auf Augenhöhe.